Zum ersten Typisierungsplan gehörte auch die Baureihe 86. Sie sollte auf Nebenstrecken mit geringer Neigung Güterzüge und im Mittelgebirge gemischte Personenzüge befördern. 86-1001 erblickte im Sommer 1928 das Licht der Schienenwelt. Als Traditionslok der DDR-Reichsbahn überlebte sie bis in unsere Tage. In ihrem angestammten Betätigungsfeld verlässt sie den Bahnhof Zittau. Von der 1D1 Tenderlokomotive sind von 1928 bis 1943 immerhin 774 Maschinen beschafft worden. Bis 1987 waren noch 86er im Plandienst bei der DDR-Reichsbahn. Einige Reichsbahn 86er erlebten die Wendezeit sogar noch betriebsfähig. Dazu gehörte auch 86-1333, die im Winter 1992 noch einmal zu Planzugehren kam. In Neuhausen im Erzgebirge machte sie sich auf den Weg nach Annaberg-Buchholz. Heute ist 86-333 bei der Wutachtal-Museumsbahn unterwegs. In den Sommermonaten sogar mehrmals in der Woche. ...86-333 war im Jahre 2004 die letzte betriebsfähige ihrer Baureihe. Hier auf dem Viadukt vor Fützen. Zurück zur 86-1001, die im Herbst 1993 noch einmal im Plandienst war. Hier im Bahnhof Aibau auf dem Weg nach Zittau. Rückblick in das Jahr 1972 nach Bayern, denn dort zwischen Allersberg und Burgtann dampfte die Baureihe 86 noch planmäßig im Personenverkehr.
Im Sommer ist 086 478 mit dem Personenzug nach Burgthann unterwegs. Bis zum 29. September 1972 dampften hier 86er. Auch die heutige Museumslok 86457 gehörte dazu. Sie überlebte als Denkmallok in Trier. Ihre Schwestern wurden bis März 1974 ausgemustert und verschrottet. Seit 1985 war 86457 wieder betriebsfähig und fortan regelmäßig vor Nostalgiezügen im Einsatz. Heute ist das DB-Museum in Nürnberg Eigentümer, doch dem fehlt das Geld für eine erneute Aufarbeitung. Hier mit einem Nostalgiezug von Freudenstadt nach Alpirsbach.